Okay, es geht los. Das ist doch ein GameCube. Das ist der GameCube 2. Oh mein Gott, der GameCube. Schwerke jetzt noch als Monte. Resub. Wie will ihm Dank. Dreiecke. Oh mein Gott, die Form der Könige. Das Rad. Nichts hat die Menschheit jemals weiter vorangebracht als das Rad. Ein X. In Anlehnung an all die schlechten Tage, die hinter uns liegen im Jahr 2020. Sony hat euch nicht vergessen. Sony ist für euch da. Ein Quadrat, um zu zeigen, dass das Entertainment in eure eigenen vier Wände kommt. Sie haben an alles gedacht. An alles. Ich bin so bereit. Ich hatte mir PS1. How we might have ended up. No. I like the hand we've been dealt. Das ist vielleicht ein bisschen zu laut. Wir sehen aber Bloodborne und Uncharted. Damit habe ich quasi alles schon gesehen, was ich sehen wollte. Und Horizon. Und Neck. Erinnert euch an die PS4? 7 Jahre waren das. Why did I move here? I guess it was the weather. Or the, I don't know, that thing. That magic. I thought we was trying to get out of this bullshit. Das ist immer noch PS4. Ich kenn GTA 5. Das zweitmeistverkaufte Spiel aller Zeiten so ziemlich. Wen wollt ihr beeindrucken? Trimmt nicht so weit, Sony, okay? We should talk about work. Ist nicht mehr GTA 5 2. Kennt ihr GTA 5, Chat? Das ist meistverkaufte Spiel aller Zeiten. We all love banks. Get me a DJ. Warum? Warum läuft hier GTA 5 Trailer? Oh, das wird die enttäuschendste Präsentation aller Zeiten. Champagne, anyone? Kann das euer beschissener Ist das deren Ernst gerade? GTA 5! Wirklich! Warum steht da PS4? So now what? Expanded and enhanced. Geh weg! Leck mich! Lass mich in Ruhe! Ich will nicht GTA 5! Oh. Oh. Oh, gratis online. Oh. Könnt ihr jetzt was von der Konsole zeigen? Ich will dich nämlich auch für GTA 5, wenn man es kauft. Oh. Oh, Sony. Strike 1. Das ist Nummer 1. Lass es nicht zur 2 kommen, okay? Habe ich bereits eine halbe Stunde vor dem Stream gesehen. It was great to kick today off with a look back at just some of the seminal moments of the last 25 years. And what better way to bridge our past and our future than with a game that's graced every PlayStation console, Grand Theft Auto. It's been a privilege partnering with Rockstar Games for many years now.
And we're thrilled to open today with the news that that partnership will continue with PlayStation 5. It's now just over a year since we began sharing technical details of PlayStation 5. But today's the day that we've been looking forward to for years, when we get to show you just some of the games that demonstrate our belief that PlayStation 5 marks the biggest generational transition our industry has yet seen. The content we've curated for today's event showcases how PS5 has inspired developers to create new experiences that are transformative in how they look, hast du vielleicht einen Link für mich? Enough from me. We're going to have the games do our talking. Also ihr könnt ihn auf Discord posten. Sie weiß, es ist egal, es ist zu spät. A hero is just someone who doesn't give up. Was ist das, Dingens? Your dad said that. Infamous? Right. Now it's your turn. Oh, der Spielermann. Go be a hero, Miles. Okay, let's do this. Warum seht ihr, warum hat jetzt ein anderes Outfit an? Ich hab den ersten Teil nicht gespielt. Das sieht für mich kann es auch einfach nur DLC sein. Aber Leute mochten Teil 1. Das ist nicht Peter Parker, sondern Miles Morales. Miles Morales. Captured on PS5. Ja, das ist eine Katze, die auf der PS5 abgespielt wurde. Wollte mich verarschen oder so? Nichts davon war in-game.今日は皆さんに僕らが作っているあ、新しいグランツーリスモのえ、情報をえ、シェアできるということで、すごく光栄で、今回のグランツーリスモはおそらくこれまでのね、グランツーリスモのえ、ファンの方がえ、プレイしたら、あの、本当に嬉しいんじゃないかなっていう、まあ、キャンペーンモードを中心にしたグランツーリスモになってると思います。え、ぜひ楽しみにしていてください。 Ich meine, es ist okay, dass es da ist. Leute mit Gran Turismo, was auch immer. Ich bin nicht ready. Skip, mach das nächste. Ich will es gar nicht sehen. Einfach 100 Bits, wie wir lieben, danke. Sieht so schlecht aufgelöst aus. Habt ihr gesehen, das ist flackern? Das Kanten flimmern? Oh, B, was Neues. Ausgezeichnete Frontwahl, meine Freunde. Wenn ihr mir sagen würdet, das ist ein neues Spiel, dann würde ich sagen, wollt ihr mich belügen? The Real Driving Simulator. Dann kannst du deinen Führerschein machen. Danke, Sarah. Wo bleibt Skyrim? Wo bleibt Skyrim? Das ist die Frage. Happy Dank für deinen Pits. Das Spiel ist dermaßen unfertig. Bitte 100 Pits. So realistisch. Kuma. Das ist ein Rennspiel. Und zwar keins, mit dem man schnell fährt. Sondern eins, mit dem man 220 km/h fährt und sich fühlt, als würde man 30 fahren. Oh, das ist einfach... kommt ihr mit dem Geschwindigkeitsrausch noch klar, fast 300 zu fahren? Das sieht aus, als wäre es 40. Ich war auf dem Fahrrad schneller unterwegs. Wo ist überhaupt die Neck-Trilogie? Oh, er bleibt gleich stehen! Warum ist das so langsam? Warum sieht man nichts? Oh Gott!
Kannst du gar nicht schätzen, du bist in Auto gefahren. Doch, ich bin Auto gefahren. Ich war fast fertig mit den Praxisstunden, dann habe ich aufgegeben. Okay. Oh, das könnte Nax sein. Star Fox Adventures 2, komm schon. Komm schon. Das ist mein Traum. Das ist auf jeden Fall was für Kinder. Oh! Au! Oh! Oh, yes! It appears that the dimensions are collapsing on one another. If we cannot get to... Get to... Bring mir die frische Hose! I mean, we can't be that far. Meine ist ruiniert! They have found us, Ratchet. Oh, jetzt nicht wirklich eine Hose, bitte. How much steer this thing? Ask nicely. Wird mir eine Decke gegeben. Werde ich verwenden, um meine Erektion zu verbergen. Ja, es sieht so gut aus. Oh, es wird so gut. Oh, ich bin so scheiß bereit. Auch wenn ich glaube, dass das Spiel selber besser aussehen wird als die Cuts, die man gerade sieht. Hoffentlich wird die Story gut, sonst ist es kein guter Teil. Das gerade sah aus wie Jack and Dexter 2. Ich meine, Switch kommt komplett nicht klar mit den ganzen Partikeln, aber das ist okay. Ich stimme den Resident Evil, den Resident Sleeper Spam vom Official Stream zu. Wer würde Resident Clank Resident Sleeper? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nein, sie haben es getan. Sie haben Star Fox Adventures gemacht. Director at Insomniac Games. The entire studio is so excited to be able to share with you a first ever look at Ratchet and Clank Rift Apart, a brand new, full-length, interdimensional adventure built from the ground up for the PlayStation 5. We're doing things we've never been able to do before. Like use dimensional rifts to be able to leap from planet to planet nearly instantly, or put ray trace reflections on Clank. Ah. All of our alien worlds are filled with density and life previously unseen. Plus, Ratchet's all-new arsenal is more exciting than ever thanks to the DualSense controller's enhanced feedback. Ratchet and Clank are near and dear to our hearts at Insomniac, and we can't wait to share more with you in the future. But for now, here's another look. Oh yes. Haltet euch fest, Clank wird geray-traced. Das sieht man auch. Das ist so futuristisch. Mein Gott, sieht so komplett anders aus als davor. Ich erkenne Clank nicht mehr wieder. It's Ratchet and Clank. Sand shots from above. Ich meine, das ist Ratchet and Clank. Das wird so ein spaßiges Spiel. Ich werde es lieben, wenn es rauskommt. Zeig mal meine Waffe! Lass meine Waffe ein! Tipp auf den Waffen-Button! Komm schon! Was für mich! Nieder der Schraubenschlüssel! Wir wollen eine richtige Waffe sehen! Aber mach jetzt eine Waffe, die nicht langweilig ist. Ausspringen. Schieß auf das Explosionsfass. Ist das so, wenn man im Twitch-Shit unterwegs ist, wenn der Streamer einfach nicht macht, was man will? Oh, Scatterbomb. Yes! Ich bin nicht sicher, was daran anders aussieht als der PS4-Teil. Ah, das ist okay. Ich weiß noch nicht ganz, was dieses durch Dimensionen-Warpen überhaupt zum Spiel beiträgt. Außer, dass man Orte wechselt damit. Das ist auch nicht so ein erfrischendes Konzept.
Na, Partike, habt ihr mal den PS4-Teil gespielt? Sieht genauso aus. Okay. Jetzt haben wir nicht mehr von dem Furry Bait gesehen. Das heißt, das ist schon mal positiv an der Stelle. Sieht genauso aus. Ja, ja. Kennt ihr schon die Tasten vom PlayStation Controller? Wenn nicht, dann haltet euch fest. Square Enix? Oh shit. Luminous Productions. Oh nein, das ist Life is Strange? Nein. Oh. Life is Strange wurde von Square gepublished, glaube ich. She will rise. Ja, sieht ganz okay aus, soweit. Sieht ein bisschen aus wie Discount Final Fantasy 15, aber das ist okay. Und das sieht nicht aus wie Dark Souls Boss, okay. Exclusively for PlayStation 5. Habt ihr schon gehört, was die Buttons von dem PlayStation-Controller sind? Muss das jetzt wirklich jedes Mal kommen? Ja. Yeah. Beep. Was ist der technische Fortschritt einer PlayStation 5? Warum ist sie so weit, so technisch weiterentwickelt als ich? Piep, boop. Ich wünschte, ich wäre eine PlayStation 5. Wo ist mein RAM? Wo ist meine SSD? Habt ihr etwas SSD für uns? Was macht die Katze da? Zum Schraubenfriseur, ja. Das ist nicht die allzu weit entfernte Zukunft, habe ich das Gefühl. Vielleicht ist es Yakuza. Oder Katsusa. ...2025? Ja, yeah, will ich auch einschätzen. Katze sieht nicht so realistisch aus. Das soll die Zukunft sein? Stray! Demon. Dark Souls Referenz Nummer 2. Eigentlich Nummer 3, ich habe vorhin noch Bloodborne angemerkt. 2021. Ich spiele eine Katze. Okay. Hä? PlayStation 5, das ist das gleiche Logo von der 4 und der 5. Ultra HD Blu-ray Trademarked. Ultra High Speed SSD. Oh! Oh, das ist so schnell, deswegen muss es blau sein. Oh, schau euch die Lichtstrahlen an, wie sie in Echtzeit berechnet werden. Oh mein fucking Gott! Er sieht aus, wie wenn man einen normalen Schuh neben so einen Adidas Fußballschuh hinlegt. So sieht der PS5-Controller aus. Wie ein Fußballschuh. Ein USB-Port? Was? Oh mein Gott. Headset Jack. Da würde ich gerne was anderes mit jacken. USB-C. Oh mein Gott. Es wurde Zeit. Ich dachte, das ist jetzt der Sticker, so wie dein X-Quadrat.
Making games used to be about these constant trade-offs between the artistic vision and technical limitations. With PS5, we're not going to be burdened like that. We're going to be able to realize our artistic vision a lot better. It's got a ton of horsepower, which is very easy to unlock, and it's a machine that's really easy to develop on. The PS5 will present a paradigm shift as to what players will come to expect from gaming. Will let us tell stories, make worlds, create gameplay that I think will truly captivate the player and really surprise quite a few people. Please take a look at this new franchise for Worldwide Studios, coming exclusively for PlayStation 5. Mehr Spiele! Yes! PlayStation Studios? Oh, jetzt geht's los. Housemark. Oh, hey, Housemark. Over and over, I relive my first moments on this alien planet. Sieht an dem Spiel aus, das ich nie spielen werde. The crash. The attack. My death. Mein Tod. The attack. My death. Trapped in this endless cycle. Even death is no escape. Oh, sie hat zwei verschiedenfarbige Augen. Das ist wie eine Katze. Süß, schöne Katze. This planet seems somehow different, as if changing. This world is becoming part of me, infecting my mind, my memories. The longer I spend here, es sieht an sich kreativ aus. Es ist so dramatisch. But I cannot lose hope. Das ist ein Shooter. Wirklich. Ich spiele das so dramatisch auf mit dem Third-Person-Shooter. Wirklich. Third-Person-Shooter mit dermaßen vielen bunten Projektilen und ihr verkauft es so dramatisch. Warum? Was? Danke fürs Update, habe ich schon gewusst, habe ich schon gewusst, welche Taste es gibt. Sumo Digital. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein, was wird? Nein, ich bin nicht bereit. Ist das Tony der Tiger? Oh, es ist dieses eine mit dem... Nein, nice, Living Planet. Das ist das Spiel, in dem man Stofftiere sich umbringen. Sackboy. Wollte ich mal meinen Sack.
Warum will jetzt nicht Little Big Planet nennen? Sieht halt genauso aus wie Little Big Planet, nur eine minimal andere Perspektive. Fortnite 2. Ist das Fortnite Rocket League, der Hybrid? Ich würde auf jeden Fall ziemlich hart die 15-Jährigen für sich gewinnen. Ja, ich weiß nicht. Ganze Aufmachung. Naja. Ich will es wirklich nicht. Es ist Fortnite League. Wäre ich 12, hätte ich mir den Arsch abgefreut. Gib mir die Wii-Fax. Destruction All-Stars. Nee. Was für Tasten gab es denn? Ah, okay. Danke für den Reminder. Hello everyone, my name is Josh Greer and this is my brother Mike. We're from Ember Lab, a small team with a background in film and animation. And we're very excited today to share with you the first look at our new game. It's a story full of adventure and charm that has themes of personal growth and redemption. So please enjoy. Die ganzen Menschen waren auch animiert und ihr habt es nicht gemerkt, oder? Wahrscheinlich. Ich hätte es nicht gemerkt, aber Leute haben es die ganze Zeit angemerkt. Die beiden sahen aus, als ob ich ihnen vertrauen würde. Ich glaube, sie machen was Cooles. Nein, was ist das? Das ist so scheiß beängstigend. I know you are kind. You sense the power that flows through this land. Ja, sehen okay aus. You do not fully understand it. Oh, das sieht fucking cool aus. Driven by the belief that you can help these troubled spirits. Ich hoffe mit Partikel, dann hat möglich die PlayStation 5. But you cannot hide your weakness from me. Oh oh. Have no power here, Kena. Das sieht spaßig aus. Ist das Pikmin? Wird das wie Pikmin? Irgendwie zum Teil, oder? Absolut keine Ahnung, was ich davon halten soll. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Sony Pikmin mit Overlord. Das war nicht Sony direkt, alles was ich meine. Kena. Bridge of Spirits. Kena! Gott, das Spiel aus Kena? Ich weiß nicht ganz genau, ob Souls kommt in dem Fall. Oh, mehr. Nein, diesmal ist Scaly Bait. You ever feel like you're just waiting for a sign? Ja.
to do that thing you've always meant to do. Sometimes I feel like I'm just standing on the edge of doing great things. But something's holding me back. Maybe it's just nerves. Maybe it's the fear that I'll never be as good as what I imagine when I'm still just standing on the edge. Ich kenne den Struggle von Dino Emos. But if we've got nothing else to lose, von der High School. Might as well jump. Das ist so big! Was? Was so... Was? Volcano High! Was ist die Zielgruppe? Ich weiß nicht. Life is Strange-Fans vielleicht? Hi, I'm Lorne Lanning, and I'm here to share with you a game that I've been dying to make. Seine Haare sind... It's an emotionally engaging story, where rescuing is rewarding, failure is devastatingly hilarious, and the memories should last you a lifetime. Bei dem sehe ich es auch, seine Haare sind so falsch. What world? You are no longer a slave, Abe. Fucking odd world is... What? They believed, trusted, followed, and it led them here. That's come you may down. Have escaped the murderous blades. For the fate of your entire people. Is up to you. Oh god, next gen Oddworld is so beängstigend. Ist überhaupt ein Markt dafür? Für neues Oddworld? Da wage ich doch zu zweifeln, außer Leute, die es damals gespielt haben. Ich denke auch, dass Kaggy in Oddworld. Hätte Kaggy nicht Oddworld Let's Played, würde ich ihn nicht kennen. Das ist Oddworld, neuer Teil. Ha. Einfach mal oben. Soulstorm. Oh, Oddworld Souls. Danke. Ihr müsst es gar nicht erst sagen. PlayStation 5 によって Der sieht so unecht aus. Die Haare. これからお見せするのは、ゴーストワイヤー東京の 世界初のゲームプレイ動画です。スーパーナチュラルでミステリアスな東京、そこに潜む脅威と美しさを感じ取っていただけると思います。ぜひお楽しみください。Der Bart ist angeklebt. You see things others can't. Ist das Tokyo Uncharted? Oh nein. Sah aus wie Yakuza zugegeben, aber. Others don't. Das ist fucking seltsam. Fight when others won't. Alter, der Schlendermann. It's up to you to save Tokyo. Was? Warum haben die alle so... Warum sehen das wie Horrorspiele aus, sondern sind irgendwelche Actionspiele? So fick ist das?
Warum macht ihr verschiedene Jutsus und zieht ihnen die Seele raus? Sieht nicht interessant aus. Ich glaube, es wäre spaßig für eine halbe Stunde. Ghostwire. Okay. The Fester. Was haben wir hier? Mir fällt nicht mehr was ein. Ich habe absolut keine Ahnung. Oh, die Superbrüder! Woo! Welcher ist euer Lieblings-Superbruder? Als ob man sich für Mario entscheiden würde. Ja, das weiter. Null. Nach welcher Zeitrechnung? Ist Jesus unterwegs? Nein, Jesus! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein, oh nein. Von allen Göttern verlassen. Was soll was? Was zum Fick ist das? Ist das Flower mit Atomraketen oder so? Das ist die Geschichte, dass Jesus den Planeten verlassen hat. Hä? Was soll das denn überhaupt? Was? Okay, 2020, also kommt die PS5 2020 noch raus, aber... Was? Das ist ein Caesar-Spiel, yeah. Oh, jetzt kommt der gute Stoff. Skillbox. War noch nicht zu viele Hoffnungen. Wagt es gar nicht, erst den Vergleich zu ziehen. Ich warne euch. Stretch, no limousine. If you talking winners, gotta intervene. I'm the biggest one that don't you ever seen. Fucking music. I'm the only one that ever held it down at the tip top. People flip flop every day. Not I. Nichts macht mich bereiter für ein Spiel mit Schwertkombat als Hip-Hop. Ist das ein MOBA vielleicht? So give me the crown. Ich glaube, es will ein MOBA sein, so ein bisschen Smite, oder? Alles gut. Ich will auf jeden Fall Online-Vorfolge haben. Godfall. Nah, Gearbox. Geh einfach wieder. Oh, die Herzmaschine. Oh. Davon habe ich ein Shirt, ich habe es nie gespielt. Ja, und jetzt bist du bereit.
Geh da nicht rein. Oh, das ist ein Fehler. Du weißt nicht, wo du rauskommst. Ist das 3D Hyperlight Drifter? Oh Gott. Skatet auf jeden Fall eine Menge. Solar Ash. Mein Name ist Solar Ash Ketchum aus Solar Alabastia. Ich träume davon, der größte Pokémon-Meister zu werden. Ich habe Hyperlight Drifting gespielt, kann ich viel dazu sagen. Neunte Gen. Yo, ist das Hitman? Yes! Oh! Oh! Der Trefferknabe ist zurück! Oh, yes! Like this. All your hard work. All your sacrifice. Only sped up the process. Schau euch die Frisur an. Nicht von dem. Von der 47. And now, you find yourself alone. Hey. Hey. Das könnte doch Hitman sein. Ich weiß es nicht. Oh, das ist sowas von Hitman. Hat die Kamate gesehen? Nur einer kann sowas tragen. Oh, yes! Oh mein Gott, Hitman zweimal so gut. Ja, das wird ein Hit, das Spiel. Hakan Abrak hier von Ion Tractive. In Hitman 3, Agent 47 is back for his most intimate and professional contract in his entire career. Macht das aus Leidenschaft. This is also the dramatic conclusion for the Wall of Assassination trilogy. I'm so proud to be here to present a little glimpse of the gameplay where Agent 47 is on top of the world in Dubai. Enjoy. Yes! Oh, yes! Oh, fuck, nur noch eine Viertelstunde, aber... Oh mein Gott, zeig mir! Was wird er treiben? Oh, das ist ein interessantes Setting. Ich hoffe, man kann jemand auf Öl ausrutschen, den Tod fallen lassen oder so. Horizon als Finale, du hast Bloodborne 2 falsch geschrieben. Es sollten noch zwei Spieler nachkommen, denke ich. Ich weiß nicht. Oh, hey. 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 Hey, wer? 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 Sag mal, haben wir die gleiche Definition davon, was Gameplay ist? Sony? Oh, Dreams. Dreams 2. Nein, Moment, das ist dieses VR-Spiel. Das ist nicht Dreams. Das ist ein VR-Spiel, das gut sein soll. Haben sie ihn gespielt, aber alle Leute haben mir gesagt, dass es jetzt ziemlich gut sein soll. Sieht von Perspektive nicht allzu VR aus. Team Asobi.
Komm schon! Sieht vom Artstyle her ein bisschen wie Grow aus. Warum kämpfen heute alle in der Nacht mit dem Schwert gegen irgendwelche Monster? Es sieht uninteressant aus. Ja, wobei... Vielleicht könnte es nicht sein, ich weiß nicht. Ich glaube, es könnte spaßig sein. Es sah nur so Combat-lastig zuerst aus. Sieht aus, als wäre es so ein 3 Stunden gehendes Spiel oder so. Hast du ihn gerade enthauptet? Oh nein. Der Teil davon gefällt mir dagegen wieder nicht. Der Teil, wo sie kämpfen. Little Devil Inside. Noch 12 Minuten. Sony, hör auf. What's up, everyone? I'm Zion Williams to the New Orleans Pelicans. Here we go. The first ever teaser for NBA 2K21. Kann das sein? Y'all not ready for this. Ich meine, bisher hat mir keine Sportspiele, also. Alles gut, soweit. Ich wusste, dass es irgendwann dazu kommen wird. Glaubt ihr, es ist Handkeeper? Nein. Handball. Sieht nicht mal gut aus. Sieht nicht mal für ein PS4-Spiel gut aus. So, und jetzt noch 10 Minuten. Ist noch genug Zeit für Bloodborne 2. Jetzt kommt das Finale. Schnallt euch an, jetzt kommt der gute Stoff. Ist das Mario Odyssey 2? Das ist das, was jetzt auf den Sony-Plattformen landet, ja. Das ist eine Erdbeere. Hey, hey, hey! Er wollte mich verarschen? Ich bin keine 3 Jahre alt, was soll das? Amazing, aren't they? Half bug, half snack. A very recently discovered species, entirely unique to this island. Oh, this one's lively. Beautiful seed patterns. Oh, and it's tasty too. Welcome to the island of bug snacks. Like a bug and kind of snack. Try to catch and then you'll trap. Feed somebody and you'll see me or whatever we eat. Awesome. Find them hiding in the sand. That's so thick.
Konnte es dieses Spiel in die PS5-Präsentation schaffen? Hunger? My invitation is open. Come join me on the island of Bice. Wir sehen uns für neue Spiele in meiner Humble Monthly Bundle. I was trying to carry a lamp with my weenie hands, but I dropped it, and now the town's on fire. Oh, again? Ist das von Cyanide and Happiness geklaut, Bug Snacks? Insekten, die in Wirklichkeit was zum Essen sind. Es gab da nämlich diesen Short mit dem einen Forscher. Der ist dann am Ende super fett geworden und sowas. Hey. Ich kenne die Idee. Was für Rechtfertigung, hä? Third Bear war sein Name. Jetzt kommt, jetzt wird's ernst. Noch 8 Minuten. Es klingt so dramatisch. Es klingt so dramatisch, dass es Uncharted werden könnte. Das geht viel. Hi everyone. Thank you for being with us today for this very special event. But before we get to the end of the show, I have something very near and dear to me. Oh. Okay. Das sind Leute. Es kommen so Leute in diesem Spiel vor. Oh mein Gott! Warte. Warte, 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 warte. Das sehe ich nicht zum ersten Mal in meinem Leben. Dass man von den Gargoyles abgeholt wird. Oh mein Gott! Der Artstyle ist unfassbar seltsam. Oh mein Gott. Die Verrücktmänner haben es getan. Sie haben es getan. Sie haben Demon's Souls zurückgebracht. Wo ist Dragon God? Zeig uns den richtigen Bosskampf. Oh. Oh, das ist ein richtiger Boss-Chat. Fucking Demon's Souls Remaster. Yes. Oh. Oh, das ist der Dark Souls Content, auf den wir gewartet haben. Oh, fuck. Wenn ich bald Windows aktivieren, wenn das so weitergeht. Oh, ich will Gameplay sehen. Remake, habe ich eigentlich Remaster gesagt? Verzeihung, das ist ganz offensichtlich ein Remake. Deathloop is a next-gen first-person shooter about rival assassins locked inside. First-person shooter? This is our unique vision. What Arkane is all about. Hey, die Schnauze, erzähl mir mehr von Demon's Souls. Will ich respektlos sein, aber ist mir egal. Together. Want to see some stylish action? Check this out. Das ist irgendein Ubisoft First-Person-Shooter, oder? Ich meine, sie waren Franzosen. Halt! Hello, Black Reef. Cold, my predecessor, has been pronounced guilty of treason. He is to be shot on site and forth in perpetuity. Your assistance is appreciated. Ja, wir werden das noch anschauen. Aber wir haben noch genug Zeit, damit danach noch was Interessantes kommen könnte. Die Candy Bar. Haben wir schon wieder ein Spiel mit Süßigkeiten-Thematik? Man hat auf jeden Fall eine Nagelpistole. Release für Demon's Souls gezeigt. Keine Ahnung, ich habe nicht aufgepasst. War zu sehr, das Endorphina zu hart gekickt, aber ich glaube, es müsste ja 2020 sein. It's cold! Das ist Plastik, Soldaten, die sich gegenseitig bekriegen. Erinnert euch an Fortnite? Könnt ihr glauben, dass Fortnite populär ist?
Ja, das Gefühl, viele Spiele wollen auf den Fortnite-Zug aufspringen. Kann das sein? Another day, another Dishonored? Wirklich? Our time loops fun. Fortnite von der Ästhetik aus. For everyone else on this island, this place is paradise. A never-ending party. Where hunting me is the main attraction. And no matter how I try to escape, they always cut me down. But I'm one stubborn motherfucker. Das ist halt ein First-Person-Shooter. Die Umgebung sieht ziemlich finster und interessant aus. Every loop I'm learning a little more, piecing together the puzzle. There's 8 targets, and they all gotta die before midnight. There's just one little snag. You thought it was going to be easy? Juliana Blake, Black Reef's protector, and a real pain in my ass. She may kill me a million times, but eventually, inevitably, I will break this fucking loop. That loop. Lass es jetzt nicht damit enden, oder? Und ja, weil ich es gerade gesehen habe, ich denke, Bloodborne 2 wird erstmal, ist erstmal vom Tisch, denke ich. Ich hoffe, es kommt noch was. Das ist ein unangenehmes Ende. Ich meine, sieht nett aus, was auch immer, aber... Es ist halt ein First-Person-Shooter, der... Schau, 2 Minuten später angefangen. Oh, yeah, stimmt, es geht eine Stunde. Ja. Oh, Horizon 2. Oh mein Gott, das wär der gute Stoff. Was auch nicht ausschlossen ist, Horizon 2 wird früher oder später kommen. Jetzt habe ich immer noch nicht die Millionen Viewer geknackt. Was ist das für 900k Andy-Scheiße? Komm schon, Sony. Was ist das? Okay, Finale. Hier knackt die Millionen noch. Ich will die Millionen sehen. Ach, egal. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. Ein junges Mädchen. But the forest greeted them with a dark, cold silence. Red bitte leiser. Oh, Until Dawn. To find the berries, the rascal broke free of mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine, under branch, and into the forest deep. What is it with that creepy story? This is sowas von Until Dawn 2. You're really into that stuff? Quit being so paranoid. No, no! Friendly! Friendly! Who are you? Who sent you? Ich mag die Frame Rate. They're coming. Who is? Das ist so cineastisch mit 15 FPS. Das könnte ja noch weniger als Finale sein. Das komm schon. Schön nett, wenn man solche Spiele mag. Warum lief es mit 20 FPS oder so? Das ist eine Oberweite. Recht, Kerle. Oh, das spielt auch meinen Geschmack, Mann. Oh, der Werwolf. Village. 8. Oh, ist Resident Evil 8. Also werde ich es dort spielen.
Shit! Chris? Sorry, Ethan. Shit! Ich werd's doch spielen. Okay, das ist ein gutes Ende. Why? Why? Das ist mich nicht gut. Okay, es ist 2 nach. Entweder sind wir fertig oder es kommt noch ein Bonus. Das ist jetzt nicht unbedingt Sony-Franchise per Resident Evil, nicht mehr. Das heißt Bloodborne 2. Bloodborne 2. Das ist einfach nur eine Live-Aufnahme aus New York gerade. Während Corona. Und den Protesten. Ja, yep, wie gesagt. Und das könnte Horizon sein. Ah. Ich meine, mit diesen Schatten sehen, wobei es machen viele Spiele. Aber ich könnte schwören, dass Horizon 2 noch kommen sollte. Ja, ich glaube auch, es sieht immer wieder. Dann wiederum, da ist dieses riesige Etwas. Im Hintergrund. Wir werden sehen. Ich denke, es ist was Neues, ehrlich gesagt. Sieht auf jeden Fall nicht so uninteressant aus. Klassisches Horizon-Gameplay. Pragmata! Das Prequel zu Nier Automata. Freedom. Our freedom. Und so landeten die Menschen auf dem Mond. 2022. So, bis dahin unsere Welt noch existieren würde. Sony. Nier Pragmata. Nein, ich weiß, wie die Menschen auf dem Mond gelandet sind, das wäre ein Spoiler an der Stelle, Verzeihung. Studios. Oh, da ist noch was. Oh, das Finale! Es ist Uncharted, oder? Ich meine, wenn das nicht Uncharted ist, dann was zum Fick ist noch Uncharted an dem Punkt? Ich hörte die Musik, das ist... I mean, ist es so weit der Zukunft? The old ones perished a thousand Na, years ich, ago. Ich glaube, es könnte noch Uncharted sein. Oder ne? Their great cities turned to graves. Sieht fucking gut aus. In their place came new life. Escape. Oh, Aloys Stimme ist das, warte. Oh, Gott. Wahrscheinlich Mr. Krabs sind so realistisch. Hey. The new dangers. Oh, yes. Seht ihr? Ich hab's doch gesagt. I must find a way oh, to stop der it. Fuchs. Gib ihm Heilkraut. Oh. Oh. Oh, die Schildkröte. Oh my fucking god. Until it destroys us all. There's nothing I wouldn't yes. do to save this world. No depth I won't explore. Unter Wasser. Ist das Bloodborne 2? Da, die Krokodile.
weg! Nein! Nein, nicht! Oh, nein, Tico. No secret. I won't unlock. Das ist schön, doch. Das ist alles. Es ist Spiel, das Spiel. No barrier. I won't cross. This mission is mine alone. If I falter, if I fail, there won't be anyone left to stop what's coming. Nicht du. Ich werde doch wohl ein Säbelschwein down bekommen. Ich liebe es, dass es noch mehr dinosaurierartig zu sein scheint. Oh, yes! But whatever comes. Oh! Oh! Oh mein Gott! I will be ready. Oh! Es wird so gut! Oh mein fucking Gott! Demon's Souls Remake und Horizon Time. On behalf of the entire team at Guerrilla, we're happy to share the first look at Horizon Forbidden West. We're continuing Ellie's story as she moves west to a far future America. To brave a beautiful but dangerous frontier, masked with mysterious new threats. Get ready to explore distant lands ravaged by massive storms. And take on new, powerful machines as you return to the majestic world of Horizon. Stay tuned for much more. We can't wait for you to get your hands on it. Ich glaube, ich bin nicht der größte Fan davon, dass sie nochmal den gleichen Charakter verwenden, aber ist okay. Wir werden sehen. Oh, was? Warte. I think there's a lot to look forward to for the community. I think fans are going to be really pleased. As a game designer and storyteller, this is incredibly exciting. We're talking a whole new generation of ideas and experiences that we can create. Wo sind eigentlich die Infos zur PS5? No matter where they are, no matter who they are. New experiences like we've never had before. More iconic, interesting characters. More atmospheric, immersive worlds for players to explore. We want to wow players. Expect the unexpected. And I, for one, can't wait. You can't wait. We can't wait to share them with you. It's so exciting. Incredibly exciting. It's really about... It's like there's so many flaws in game development. 50%. Amazing feeling. Welcome to PlayStation 5. Sag Preis, Bruder. Form nicht die Tasten. Oh, zeig uns die Konsole. Zeig uns das Pracht. Zeig mir dein Prachtstück, Sony. Dreieck. Kreis. Gleich kommt das X oder das Viereck. Das X. Oh mein Gott. Das bedeutet, wenn wir die drei haben. Das Quadrat. Okay. Die Legende. Die Legende hat sich bewahrheitet. Und jetzt. Kommt die Konsole. Sie wird geboren aus den Tasten ihrer Großväter. Ich hoffe, sie hat keine so eine Wellenform. Sieht dumm aus. Sieht aus wie ein Gebäude aus Dubai. ich fühl's nicht. Es sieht aus, als hätte man eine richtige Konsole genommen und hätte man einem 13-Jährigen sein Modding-Kit gegeben. Hat er gesagt, willst nicht... Das ist der, so würde meine PlayStation aussehen, wenn sie als Auto Need for Speed Underground 2 erhältlich wäre. Yeah. Na, ich fühl's nicht. Aber das ist okay.
Ich kann drüber hinwegblicken, weil zwei Spiele, die mich sehr freuen, gezeigt wurden. Oh, das ist immer noch die Konsole, okay, ja. Aber was kann sie jetzt? USB-C. Ein ganz USB-Port. Oh mein Gott, Sony, ihr verwöhnt uns. Digital Edition. Digital Edition. Oh, ist das so, war die ohne Laufwerk? Oh, das habe ich nicht gesehen. Ja, lass mal dein Headset stecken. Media Remote. Warum sollte ich nicht einfach den Controller verwenden? Warum sollte ich ein Sony Headset wollen? We hope you've enjoyed the first glimpse of our future today. You've seen our most striking console design yet. And you've seen games that can only be enjoyed with the full range of PlayStation 5's features and power. Ich werde Hitman auf PlayStation, we believe in generational transitions, and we put years of work into making them happen. We want you to enjoy the unique benefits of moving from one generation to the next. Thank you for joining us. We're launching later this year, and we have tons more to share. Welcome to PlayStation 5. Oh, das war ein guter Start. Wir haben Ratchet & Clank, wir haben Demon's Souls Remake und wir haben Horizon 2. Neck 3? Ich denke, es wird noch kommen. Es tut mir leid, aber... Yo, alles, was ich mir erhofft hatte, wurde erfüllt. Das waren meine drei Wünsche. Diese drei... Und Uncharted eventuell noch, aber... Sebastian Uncharted noch gefehlt, ansonsten alles. Ich habe Oddworld nie gespielt. Und das Highschool-Furry-Spiel! Das haben wir auch noch. Und das ganze Spiel. Und Resident Evil 8. Ja, ich meine, darüber freue ich mich nicht so sehr, aber es wird cool. Oh, Demon's Souls Remake. Das sind so gute Releases. Oh mein Gott. Ich bin noch nicht drüber hinweg. Oh mein fucking Gott. Yo, Microsoft. Shit. Stell dir vor, ihr werdet jetzt Microsoft. Stellt euch vor, ihr werdet jetzt Microsoft. Ihr denkt euch, die Switch ist so oder so erfolgreich. Okay, Sony hat so viele gute Spiele. Wir haben Halo? Aber stell dir vor, wie demütig das sein muss. Wie ist die Luft da unten? Ja. Warum hat die PS5 eigentlich eine Webcam? Preis oder Faust? Yeah! Preis oder Faust? Oh, das macht mich so wütend. Grrr. Kein Preis. Na, ah, ich hab's verpasst! Ich glaube, ich stehe bei Sony auf der Autohaus-Liste. Ich glaube nicht. Fürchte ich. Tragischerweise. Okay, das, kein Streamer für uns wegen Bloodborne 2. Ja, yeah, das stimmt. Wir bekamen kein Bloodborne 2. Über 200, ich bin raus. Ich bin mir sehr sicher, dass es über 200 sein wird. Oh mein Gott, das war... Yo. Das war ein... Einfach ein so viel besseres Spiel, als ich erwartet hätte. Ich denke, ich habe auch das Gefühl, dass sie 600 Euro ansteuern könnte. Nachdem sie nichts vom Preis angemerkt haben. Ich würde es auch nicht für ausgeschlossen halten.
Wir werden sehen. Du sollst den Windows aktivieren. Hey, ich werde denen demnächst eine Mail schreiben, okay? Dann bekomme ich einen neuen Key. Ich gebe euch 80 Euro. Mehr nicht. Mein letztes Angebot. Ah, auf irgendwas Ratchet & Clank auch für PS4 kommt? Na, Ratchet & Clank ist ja immer noch relativ starkes Franchise. Ich denke, sie werden voll auf die PS5 setzen. Wie ist das Furry-Game? Irgendwas mit End of irgendwas High oder sowas. Volcano High oder sowas. Ja. Yeah. Okay. GameStop zahlt 10 Euro. Ja, das wäre ziemlich optimistisch. Okay. Auf welches Spiel freut ihr euch am meisten, Chat? Von denen, die vorgeschlagen wurden. Auch wenn er das Schreckvideo über PS5 erfahren. Sie scheinen also wirklich einfach nur stärkere PS4 zu sein. Ich freue mich auf Resident Evil 8, Horizon und Demon's Souls und Titman 3 und Oddworld ist wahrscheinlich auch ganz nett. Ja, yeah, es ist... Ich sehe schon. Horizon 2, Demon's Souls, Resident Evil 8, Ratchet & Clank, GTA 5. Ja, wisst ihr, wie man sagt, von GTA 5 wird mein Leben bestimmt. Oh Gott. FIFA 21, das wurde nicht vorgestellt. Oh mein Gott, das waren so viele gute Spiele. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Und die PS5 sieht unfassbar dumm aus. Puh. Wie viele dieser Ankündigungen waren überhaupt wirklich exklusiv? Ein paar. Demon's Souls wird exklusiv sein, Horizon wird exklusiv sein. Resident Evil 8 wird nicht exklusiv sein, Hitman 3 auch nicht. Ratchet & Clank wird exklusiv sein. Es gibt durchaus interessante exklusive Franchises, würde ich sagen. Spielst du das Furry Game? Ich hoffe nicht. Ah ja, die Spider-Man-Spiel auch, stimmt. Yeah. Designe Square-Spiel. Ja, sie hatten durchaus einige Exclusives. Ich mag es, dass die Spiele, die nicht wirklich exklusiv sind, dass die trotzdem sehr hochkarätig waren. Und NBA war auch dabei. Oh, NBA war auch dabei. Aus irgendwelchen... Warum war irgendwie absolut unterwältigend? Vielleicht sind Videospiele einfach nichts für dich. Wenn das für dich unterwältigend war. Dann vielleicht sind Videospiele nichts für dich. Vielleicht sind Bücher mehr dein Ding. Ich wollte da, wo sie Task gezeigt haben. Ja, yeah, jedes Mal aufs Neue. Aber gut. Was ich merkwürdig, wenn die PS5 einfach mehr kostet als die PS4. Hä? Warum sollte die PS5 weniger kosten als die PS4? Was? Ich habe Demon's Souls gehört. Yo, Carp, hast du es gesehen? Demon's Souls Remake. Oh mein Gott. Das Demon's Souls Remake. Chaos wird so skeptisch sein. Er wird so scheiß skeptisch sein diesbezüglich. PS4 hat auch weniger gekostet als die PS3. Ich verstehe das Argument gerade nicht, ehrlich gesagt. Ich dachte, das letzte von Horizon 2. Horizon 2 war eins meiner absoluten Wunschspiele, die ich sehen wollte. Ich mochte Teil 1 sehr. Das heißt, ich bin sehr, sehr zufrieden, was das betrifft. Nicht so zufrieden wie mit Demon's Souls Remake, aber mein Gott, wird fantastisch. Puh, aber gut. Ich würde sagen, wir haben alles gesehen, wir haben alles gesagt. Ich glaube, wir sind fertig mit dem Stream. Nächster Stream wird Samstag sein. Ich denke, ich werde mittags sowas anfangen. Wir werden dann Dark Souls No Hit Run soweit wieder versuchen. Wir werden den gesamten Run machen. Ich habe eine Menge geübt dafür. Das heißt, Samstag ist der Stichtag. Ich hoffe, ihr seid bereit. PS5 sieht auch besser als der Kühlschrank aus. Okay. Vielen Dank fürs dabei sein. Samstag, nächster Stream. Morgen kann ich nicht. Gut. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Und ich hoffe, ihr seid bereit für die Macht der PlayStation 5. Ich bin bereit.